Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Also wenn es im Hintergrund heute komische Geräusche gibt, so die, also so ein Gurgeln, dass man sich vorstellt, wenn man so an ein Klärwerk denkt. Also ich weiß ja nicht, wie ein Klärwerk klingt, aber so wie man sich's vorstellt, ein Gurgeln, dann ist es unser Hund Lulu. Lulu hat Bauch. Ja, sie hat Bauch. Es tut einem so leid. Sie liegt hier eingepackt in eine Decke und leidet. Zu viele Knöchlein gegessen. Ich halte mal das Mikrofon dran. Man hört gerade nichts, aber so klingt Leiden. Der Manni spielt jetzt mal die Hymne. Der Pferdepodcast ist da. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 102. 101, letzte Woche hatten wir 100. 101, letzte Woche war 100. Es war so unspektakulär, dass ich irgendwie, stimmt, ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Aussetzer heute. Du hast recht, Folge 101. Ich habe immer recht. Das ist so eingebaut, ne? Ja. Und zwar die erste Folge nach der ersten Woche im neuen Stall. Es war eine aufregende Woche, es war eine intensive Woche. Wir haben es ja im Teaser schon so angedeutet. Du warst gefühlt auch immer weg, weil ihr habt gehämmert, ihr habt Pferde verladen, ihr habt dies, ihr habt das. Du hast den beiden die alles Neue gezeigt. Du bist die beiden natürlich auch geritten. Ein bisschen bewegen musst du die ja auch. Also ja, es gibt viel zu erzählen, glaube ich auch, weil das ist ja immer auch eine spannende Zeit, eine intensive Zeit. Du willst gucken, wie reagieren die Pferde, geht's denen gut, fühlen die sich wohl, und ihr musstet tatsächlich rein physisch auch noch viel bauen und machen und tun. Womit fangen wir an? Erzähl. Ja, also wir fühlen uns in der Tat super wohl, also ich könnte auch sagen sauwohl in dem neuen Stall. Das ist eine ganz nette Stallgemeinschaft, viele hilfsbereite Menschen. Man sieht immer mal ein Lächeln auf der Stallgasse. Das ist wirklich schön. Man fühlt sich willkommen, sehr, sehr willkommen. Und ja, also ich glaube, auch meine Pferde fühlen sich sehr wohl. Sie sehen zumindest sehr gechillt aus und haben sich relativ schnell eingelebt. Ja. Wie wohl sie sich fühlen, das kann man auch auf dem besagten Video sehen, das man bei uns bei YouTube, bei Facebook noch nachgucken kann. Die schönste Stelle ist ja, wie sie in der großen Halle sich so gegenseitig nachlaufen und anknabbern und dann Stereo-Wälzen machen. Also das ist ja so, als hättest du ihnen einen Zehner gegeben und gesagt, macht mal, wie ihr ausseht, dass ihr euch wohlfühlt. Also ganz, ganz cool, ja. Okay, ja. Aber ihr musstet auch noch eine Menge bauen. Also es war noch nicht fertig. Das ist ja, wir haben es ja gesagt, eine Reitanlage, die es schon länger gibt, der jetzt neues Leben eingehaucht wird. Und da ist einfach auch noch relativ viel im Entstehen. Was musstet ihr denn konkret noch bauen, hämmern, machen? Also es sind ja eigentlich ganz normale Paddockboxen und wir haben die Zwischenwände entfernt, bei jetzt nur bei zwei Boxen, weil Klecks und AC stehen jetzt erstmal natürlich zusammen und das dritte Pferd soll auch noch integriert werden, aber da ist jetzt noch eine Boxenwand dazwischen, weil die sich noch nicht kennen. Okay. Und wir machen das ein bisschen behutsam, dass es da keine Verletzungen oder Streit gibt. Aber am Ende des Tages soll es eine Dreier-Stallgemeinschaft sein, genau, bei den Pferden, genau. Und an diesen drei Boxen sind die normalen Paddocks plus nochmal ein großes Stück Paddock, also das bleibt auch immer offen. Und das mussten wir aber noch einzäunen, also das war noch nicht eingezäunt und da haben wir uns auch überlegt, wir wollen das so schön wie möglich machen, wir haben Holz bestellt und das Paddock mit Schwartenbrettern auch eingezäunt, das sieht super toll aus, so ein bisschen wie in Texas. Und okay. Das war natürlich eine Menge Arbeit, wir hatten großartige Hilfe,
Kann man sagen. Von einem, der es kann. Von einem, der es kann. Genau. Der liebe Elmar hat uns super, super viel geholfen. Kann kein Deutsch, aber Zäune bauen, ne? Und wie der Zäune bauen kann, sagenhaft, ja. Also es ist jedenfalls am Freitag final fertig geworden. Es sieht total toll aus. Wir werden auch Fotos machen und es ist viel, viel Platz für drei Pferde. Wir haben dann das Paddock nochmal geteilt. Das dritte Pferd haben wir dann am Freitagnachmittag abgeholt, haben es reingestellt und sie haben sich, glaube ich, alle drei sofort, komm, wir gehen einen trinken, ist okay. Cool hier. Elmar spricht nur Englisch. Praktische Frage, wie hast du das denn gemacht? Du kannst ja gar nicht so gut Englisch, aber could you please hammer here? Das geht dann irgendwie, oder was? Ja, ja, das geht schon. Also ich habe immer so eine Wortfindungsstörung auf Englisch. Ich verstehe ihn relativ gut. Wenn er was gesagt hat, wusste ich immer, alles klar, das soll ich jetzt machen. Aber ich konnte ihm immer nicht antworten. Ich war so ein bisschen gehemmt. Und wenn man so lange nicht Englisch spricht, dann fallen einem die Wörter nicht mehr ein. Und das ist ein bisschen doof. Je mehr wir dann aber auch geredet haben, umso besser wurde es auch. Jetzt labere ich auch einfach drauf los. Ach komm. Ja, also ich kann mich jetzt auch mittlerweile verständigen mit Elmar und ich rede einfach. Ich glaube, es ist auch scheißegal, ob die Grammatik stimmt oder nicht. So sieht's mal aus. Wir könnten mal eine Podcast-Folge auf Englisch machen. Na, auch auf gar keinen Fall. Ach, okay, also das Paddock sieht jetzt nach einem Paddock aus und es ist so, dass man auch, wenn dann die Trennung aufgehoben ist, dass dann alle drei da rumtapern könnten und dürften und so und alles gut. Ja, aber da gibt's noch was Lustiges. Es hat ja sehr viel geregnet. Stimmt, letzte das war eine Woche. Schlammschlacht. Ja. Boah, ja. Also das Paddock ist gut befestigt, da stehen so kleine Schlammpfützen drauf. Und als wir am Freitag haben wir dann aufgemacht und das Erste, was meine beiden gemacht haben, Schlamm trinken. Die ganze Zeit, bis die Pfützen leer waren. Boah. Meine Stallkollegin hat dann nur mal eine Sprachnachricht geschickt am Samstagmorgen. Den Pferden geht's allen gut, deine sind fleißig am Schlamm trinken. Da musste ich ja schon lachen. Gibt's auch ein Video dazu, also können wir mal einstellen. Wir haben einen Folgentitel. Ist das so das Analoge zu Eimersaufen? Also was die Menschen so machen? Ja, nur ohne Strohhalm. Eimersaufen ohne Strohhalm, alles klar. Ach, bah. Warum machen die das? Keine Ahnung. Wir vermuten, vielleicht haben sie irgendwelche Mineralien damit aufgenommen. Nein, also wir wissen warum und zwar in diesen Pfützen. Unten auf dem Boden wachsen natürlich so kleine, zarte Grashalme. Die haben die abgeknabbert und das sieht aus, als würden sie Schlamm trinken. Verstehe. Das ist ja spannend. Natürlich auch skurril und man denkt, hat sich Diana da verzüchtet? Irgendwie Fehler eingebaut? Na gut, Schlamm trinken, wer es denn mag. Natürlich machst du auch was mit den Pferden, aber nicht so viel in der Woche, hast du schon gesagt, ne? Also es ist so sehr zurückgestecktes Programm. Trotzdem hast du ja gesagt, es ist auch wichtig, dass du was mit denen gemacht hast, um gleich deutlich zu machen, hallo, hier geht auch immer mal einer weg. Also sie voneinander zu trennen. Man muss jetzt dazu sagen, Klecks hat sich zum ersten Mal verliebt. Erzähl uns die Hintergründe. Ja, also die stehen ja noch am Ende der Stallgasse oder standen die ganze letzte Woche am Ende der Stallgasse ganz alleine. Es gab noch keine Nachbarpferde. Also das nächste Pferd stand, glaube ich, 4 oder 5 Boxen weiter. Da war das natürlich mit dem Alleinesein ein echtes Problem. Stichwort am Rad drehen, wenn einer von beiden geht. Klecks ist ja der Top-Kandidat dafür, dann auszutitschen, ne? Genau, und da eine Verletzung zu riskieren, weil der auf dem Paddock rumtobt, auf dem Kleinen, da war es ja noch klein abgesteckt und sich eventuell den Hals bricht. Das Risiko bin ich nicht eingegangen, aber es gab eine nette Stallkollegin, die eine Stute hat, ganz am anderen, also an dem gegenüberliegenden Ende der Stallkollegin. Und dann haben wir gesagt, okay, könnte deine Stute vielleicht babysitten? Ich bringe ein Pferd in die Nachbarbox, die ist noch frei in der Zeit, wo ich das andere Pferd bewege und arbeite. Das hat total toll geklappt. Klecks hat die Stute gesehen, oh, das ist meine. Und war sofort on fire und ich gehe da rein und oh, und die haben geschmust und fanden sich toll und hat super geklappt. Klecks war die Ruhe. In Pferd, sagt man dann, nicht in Person, ne? Ja, aber ja, Klecks war total ruhig. Acey hatte ein bisschen Kummer, das kenne ich von dem gar nicht, dass der so eine Trennungsangst hat. Naja, hallo, das muss man sich so vorstellen wie die Schlussszene aus Dschungelbuch, wenn Mowgli so in Richtung, weißt du, nicht in die Menschensiedlung, weißt du, nicht zu der Stute. Ah ja, na, das, also, da sagst du wunderst dich. Das sind ja, ja da,
Dramen, emotionale Dramen, die sich da abspielen. Also Klecks war echt verliebt und jetzt, wenn ich an der Stute vorbeigehe, dann reckt er den Hals. Guck mal, das ist doch meine Freundin. Es tut einem so ein bisschen leid, dass man dann einfach weitergeht. Aber es hat gut geklappt, wir sind gut über die Woche gekommen und das war wirklich total nett, dass auch die Stallkollegin, der die Stute gehört, die hat immer mal wieder geguckt, wenn ich in der Halle war mit dem anderen. Ich gucke nach den beiden oder nach dem einen, der da zurückbleibt. Wenn was ist, dann rufe ich dich. Und das war super nett, das hat toll geklappt. Beide Pferde haben die Woche gut überstanden und am Freitag kam ja, wie gesagt, das dritte Pferd. Und da habe ich gestern direkt versucht, wie ist es, wenn ich jetzt einen raushole, alles entspannt. Also spielt sofort eine Rolle, ja. Wenn der Nachbar da ist. Ja, es ist immer noch mal ein Wieherer zu hören. Also beide haben noch mal so ein, zweimal, wo ist denn mein Kumpel? Aber es war total entspannt und ruhig und Hauptsache ein Nachbar ist da. Und sie mögen den Nachbarn ja auch sehr. Was schätzt du, wie lange dauert das, bis aus der Zweierstallgemeinschaft tatsächlich dann eine Dreierstallgemeinschaft mit gemeinsam genutzten Heuraufen, mit gemeinsam genutzten Wassertränken und so weiter wird. Auch das ist ja immer wieder interessant für Leute, die selber ihre Pferde auch unterstellen und die über sowas nachdenken, Pferde von der Einzelhaltung oder so in eine Gruppe zu geben, ist auch immer wieder heikel. Deshalb finde ich, ist es wert, vielleicht noch mal ein Wort drüber zu verlieren, weil ihr jetzt gerade so eine Situation neu anpackt. Also wir haben das auch beobachtet, als wir den Alvaro, so heißt er, ein stolzer spanischer Schimmel. Oh, Señor Alvaro. Also es gab nicht einmal angelegte Ohren oder so bei keinem der dreien, als sie sich begrüßt haben. Die waren sich, glaube ich, sofort sympathisch und wir haben jetzt besprochen, gut, ne? Ja. Es soll ja die nächsten Tage noch so ein bisschen regnen. Sobald es so ein kleines bisschen abtrocknet und das Paddock nicht mehr so rutschig ist, werden wir einfach mal aufmachen, tagsüber unter Beobachtung. Also wir sind dann auch dabei und gucken, wie die sich so anstellen. Und das Ziel ist eigentlich so schnell wie möglich auch die Trennwand rauszumachen aus der Box, dass die eine große Laufbox, Liegefläche haben und das große Paddock gemeinsam. Ich schätze mal, maximal 4 bis 6 Wochen länger dauert es, glaube ich, nicht, weil die alle drei sehr, sehr freundlich miteinander umgehen. Ja, ist keine Selbstverständlichkeit, könnte auch anders sein. Ja. Ein Hilfsmittel ist immer, wenn es gar nicht geht und es aber gehen soll, lass die mal gemeinsam Hänger fahren, das verbindet, ist genau. Dein altes Hausmittel, aber okay. Aber also mein Empfinden jetzt, aber ich bin ja auch Laie, ich finde 4 bis 6 Wochen ist ja schon relativ lang. Also mein Impuls wäre, ach, die verstehen sich gut, mach halt auf die Scheiße, weißt du? Aber das macht ihr halt nicht, weil ich bin doof und ihr seid vernünftig. Ja, und gib den Pferden ein bisschen Zeit. Also solange noch so ein Band dazwischen ist, ist es immer noch mal anders, als wenn zum Beispiel Alvaro in das Hoheitsgebiet von AC gehen möchte, dann kann es schon sein, dass AC dann sagt, hier macht dicke Muckis und sagt, das ist hier aber mein Stall, ne, verpiss dich. Und dann erinnert sich Alvaro dran, ich bin der stolze Spanier, da kann ich mich auch mal aufpumpen. Genau. Und dann, ja. Ich glaube nicht, dass es so kommt, weil die wirklich super freundlich miteinander umgehen und die stehen auch ganz viel beisammen. Und wir haben auch noch so eine Paddock-Heuraufe, die wir so hingestellt haben, dass alle drei gleichzeitig daraus fressen können. Gemeinsames Essen verbindet. Ihr habt es aber auch so gemacht, dass es auch Einzelraufen gibt. Das muss man jetzt vielleicht auch noch sagen, weil das ist, glaube ich, noch entscheidender als die Möglichkeit, so einen gemeinsamen Essenstisch ist, dass man viele kleine Essenstische hat, oder? Ja, also Stallkonzept, genau. Sag mal kurz. Ja. Wenn alles offen ist, haben wir 3 Heuraufen drin und eine draußen. Also muss schon genug Futterplätze da sein, dass es keinen Streit gibt. Weil AC hat ein sehr einnehmendes Wesen und er kann sich sogar jetzt in der Zweierbox so hinstellen, dass Klecks an keine der beiden Raufen kommt. Also 4 gewinnt. Also 2 genau. Boxen gleichzeitig verteidigen geht. 4 überfordert selbst unseren kleinen Mini-Rocker. Ja. Ja, also ich hoffe das doch sehr, dass die anderen beiden trotzdem was zu essen kriegen, weil er hat es gut raus, dass er wirklich so hin und her geht und sagt, Klecks, du kommst hier nicht rein. Ach komm. Klecks steht mit dem Arsch immer draußen und macht einen langen Hals, dass er halt drinnen auch fressen kann. So sind sie halt, ne? Einmal saufen und sich aufblasen. Aber gemeinsam aus der Matschpfütze trinken, ganz dicht. Sportlich hast du nicht so viel gemacht die Woche, weil es ist erstmal ankommen. Es ist auch für die Pferdeköpfe viel. Deshalb
ihr habt keine Piaffen, Passagen, sonst wie was gemacht. Nein, wir sind, also ich bin beide locker geritten und habe sie auch mal laufen lassen, ein bisschen longiert und so, aber ich habe nicht so viel gemacht, weil die müssen sich auch erstmal auch an den neuen Boden in der Box gewöhnen. Das ist so ein sehr weicher Boden und man will ja auch die Pferdebeine nicht überfordern. Ich habe ein bisschen langsam gemacht und ich denke so nächste Woche. Tiefe Böden sind ja, könnte ich mir vorstellen, immer so ein bisschen anstrengender auch, oder? Wenn ich jetzt so, also ich bin der Läufer und ich sag mal so, einerseits ist so ein weicher Boden natürlich so für die Gelenke am Ende des Tages immer ein bisschen besser, aber anstrengender, um sich darauf zu bewegen, ist das schon. Also wenn ich an Laufen am Strand oder im Schnee oder so denke, ich bin immer mehr geschafft als vorher. Ja, auf jeden Fall, zumal Klecks und AC ja vorher nur harten Boden gewohnt waren. Die hatten zwar Einstreu zum Schlafen, aber ansonsten war der Boden mega hart. Und jetzt dieser Waldboden, der setzt sich zwar noch, der wird auch noch fest, aber das ist schon eine Umstellung auch für die Sehnen und so. Und das ist ein bisschen anstrengender, dass das so nachgibt und dass es so weich ist. Und die bewegen sich relativ viel in dieser Laufbox. Also die laufen da auch, stehen nicht nur drin rum, sondern die bewegen sich auch in dieser Laufbox. Und naja, klar. Diese Umstellung kann schon auch so eine Überanstrengung der Sehnen hervorrufen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also bis du die ganzen tollen neuen Trainingsmöglichkeiten so richtig ausreizen und nutzen kannst, dauert noch ein bisschen. Auch das wird ja jetzt kein Jahrhundertprojekt, sondern du gehst es einfach langsam an. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit, gedanklich auf die Reise durch den Stall. Was gibt's denn alles? Weil benutzt hast du ja eigentlich auch schon alles, ne? Also es gibt ein Roundpen zum Beispiel und sich darin zu wälzen, scheint das Allergrößte zu sein, wenn man das Video sieht mit dem Klecks zum Beispiel. Und der sieht, also er wechselt auch komplett die Farbe von dunkel zu hell. Also. Genau. Also es gibt ein Roundpen, es gibt eine Führmaschine. Hast du das schon mal gemacht? Nein, das habe ich mich noch nicht getraut. Die beide Pferde kennen das nicht. Okay. Und das habe ich mich noch nicht getraut, dafür ist es noch zu früh. Da müssen sie wirklich ganz runterkommen und angekommen sein und sich zu Hause fühlen, weil wenn da in der Führmaschine eins ausflippt, das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber genau, es gibt die große Reithalle, da darf man longieren, da darf man laufen lassen, da darf man sich wälzen lassen, also da darf man alles. Die ist auch wirklich sehr groß. Und gibt es nicht Streit? Longieren in der Halle, ich bin Laie. Und höre nur von dir manchmal, das ist immer so ein Streitpunkt. Darf man nicht? Leute, die reiten wollen, fühlen sich dann gestört, wenn jemand gleichzeitig ein Pferd longiert. Wie sind die Regeln? Wir reden ja auch noch mit den Stallmädels. Wir sind verabredet. Also das wird auch spannend zu hören, wie so die Chefinnen sowas organisieren. Was sagst du als Einstellerin? Reden hilft. Das ist eigentlich die goldene Regel. Okay. Redet miteinander. Mhm. Läuft der Hund gleich auf den Mac? Ja. Okay. Und stoppt die Aufnahme vielleicht. Mal hin. Hm? Mach mal Platz. Wir sind hier gleichzeitig auch noch Hundekrankenschwestern. Ja. Ja. Im Hundekrankenlager. Sie hat Bauch. Ja, also reden hilft. Miteinander sprechen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin ja auch oft mittags da, also da ist nicht so viel los, aber es ist eine Stallkollegin, die gerne Freiarbeit macht mittags, dann gehe ich hin. Wie lange brauchst du noch? Dann sagt sie so, bis gegen 12, alles klar, so lange warte ich, dann kann ich in die Halle. Das klappt wunderbar. Ich hoffe, dass es weiterhin so klappt, dass man einfach miteinander redet. Hör mal, könnte ich mal, wenn es dich stört, gehe ich woanders hin. Ich denke, dass das gut funktioniert. Ja, also jedenfalls ein guter Ansatz, um zu gucken, so nach dem Motto, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch Regeln machen. Genau, also so richtig feste Regeln, nehmt Rücksicht aufeinander, sprecht miteinander, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ist eigentlich sogar eine ganz, ganz gute Regel. Ich finde ja auch, ehrlich gesagt, die beste Regel überhaupt so fürs Leben ist, don't be stupid. Wenn man die beherzigt, kommt man ziemlich weit. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt mit meinem Pferd in die Halle will, longieren und es sind Reiter drin, man hat ja auch Ausweichmöglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es sonst nichts gibt. Also man kann in die Longierhalle gehen. Die gibt's auch noch. Habe ich ja gesagt vorhin. Schätze, du hast darüber gesprochen. Sag doch nicht, die gibt's auch noch. Das gibt das Roundpen. Sorry. Das ist doch die Longierhalle. Ach, die Longierhalle ist das Roundpen. Ja.
Das dürften wir eigentlich nicht wegschneiden, weil du guckst mich jetzt an mit großen Augen wie dieser Smiley, der so, boah, klotz. Ja, aber du guckst mich auch an, dann sag doch, also. Du weißt doch, dass die Longierhalle gleich Roundpen ist. Ah, sorry. Okay, wir schneiden das weg. Ich will auch nicht ganz so blöd dastehen. Okay. Schneiden wir es weg? Ich weiß nicht. Ach. Ich will aber noch einmal kurz zurückkommen auf den Aspekt, dass du sagst, es ist von Bedeutung und wichtig, dass du AC/DC und Klecks sofort von Beginn an im neuen Stall voneinander trennst und mit denen auch einzeln dann was machst. Du hast ja auch erklärt, wie du das so ein bisschen abmilderst jetzt, also von wegen hier Klecks zu Stuti und so. Aber dass du es machst, sagst du, das ist besonders wichtig. Ja, die sind ja zusammen aus ihrem Heimatstall, wo sie alles kennen, in eine neue Umgebung gezogen. Und das heißt, die verbinden sich dann, geteiltes Leid ist halbes Leid. Oh, wir sind hier fremd, wir tun uns mal ganz dicht zusammen. Wenn man das einfach so lässt und die nicht auch mal direkt daran gewöhnt, hört mal, also ihr seid zwar hier fremd, aber trotzdem muss halt auch mal einer zurückbleiben und der kommt ja wieder. Dann züchtet man sich, glaube ich, auch so Kleber heran, die dann ständig nacheinander Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Rein. Und das will man auf gar keinen Fall, wenn man den einen reitet, dass der andere vor lauter Schreien nicht in den Schlaf kommt. Das geht überhaupt nicht. Und ich will ja auch mit einem Pony vielleicht mal ausreiten fahren oder aufs Turnier oder dies oder jenes, wo ich nicht beide mitnehme. Ja. Ich kann auch nicht immer beide Ponys mitnehmen zu allem. Also ich möchte auch wirklich ganz in Ruhe auch ausreiten können, ohne dass der andere vor Kummer stirbt. Und du willst, dass das geht und deshalb, das ist eine Regel, ja, die man vielleicht tatsächlich auch mitgeben kann. Hörerinnen und Hörern, die so eine ähnliche Situation haben, also das ist so ein Punkt, sollte man beachten. Haben wir dann so mal die erste Woche neuer Stall, alles Wichtige erzählt? Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den hässlichen Themen dieser Folge. Du machst auch mit. Das kann man wegschneiden. Brüller! Brüller! Ja, sehr freundlich, sehr charmant. So kennen wir dich. Wir reden über das Thema Sicherheit und über das Thema Helm. Das hatten wir ja Ende der letzten Folge schon mal angeteased, auch im Teaser haben wir drüber gesprochen. Jenny, wir müssen über eine Geschichte reden, die ganz schön hart war, ist schon ein paar Jahre her. Wie viele Jahre ist es her? Ungefähr? 10? 10? Das war noch. Das war noch in dem Stall mit der Frankfurter Skyline, als ich ganz frisch nach Hessen gezogen bin. Genau, die Frankfurter Skyline ausreiten. Es gab nur Globus. Ja. Das war dein Pferd, also der heutige Oldtimer. Und es war ein harter Winter in Hessen. Das war irgendwie so im März. Und es war viel Eis und Schnee. Globus konnte sich, hat draußen gestanden auf dem Paddock, konnte sich aber nicht so viel bewegen. Und du bist mit ihm ausgeritten und du bist hingefallen und hättest einen Helm, der selbstständig Hilfe holen kann,
gut gebrauchen können. Ja, das stimmt. Ein Helm, der dann irgendjemanden alarmiert hätte, der mich vom Acker rettet, wäre gut gewesen. Also das war so eine Situation, wir waren schon auf dem Heimweg und am Horizont, das ist ja alles plattes Land da in der Frankfurter Umgebung, und am Horizont hat Globus zwei Pferde galoppieren sehen und hat dann gesagt, also ich würde da ja jetzt gerne mitmachen. Ich habe aber gesagt, nee, hier, mir ist arschkalt, komm, wir reiten heim. Und er war etwas unwillig, ist gestiegen und trifft mich mit seinem Mähnenkamm an der Nase und ich war sofort weg. Ich also war sofort ohnmächtig und bin natürlich runtergefallen, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich kam dann auf diesem Acker wieder zu mir und Pferd war weg. Es war Gott sei Dank nicht so weit bis zum Stall. Habe mir nichts getan, bin dann heimgelaufen. Aber ich war im Kopf echt so ein bisschen angeschlagen und verwirrt und ich wusste das alles nicht mehr, was ich gemacht habe. Das hat man mir dann erzählt. Ich bin dann auch heimgekommen, bin auf das Stallgelände, habe das Pferd, das stand da an der Halle. Also das Pferd ist nach Hause gelaufen? Ja, der ist nach Hause gelaufen, der stand dann da und habe den eingefangen, habe ihn versorgt, bin heimgefahren, konnte mich aber nachher gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, was eigentlich so passiert ist. Und das war wohl irgendwie so eine Folge von dieser Ohnmacht, aber ansonsten ist nichts Schlimmes passiert, aber hätte auch passieren können. Und dann in der Eiseskälte vielleicht eine Stunde oder zwei da auf so einem Acker rumliegen, ist, glaube ich, schon doof. Weißt du, wie lange du da gelegen hast? Hast du auf die Uhr geguckt? Es war nicht so lange. Also ich bin ja direkt dann auch aufgestanden und losgegangen und das Pferd war vielleicht 5 Minuten schon am Stall, also länger nicht. Also die hätten sich schon aufgemacht, mich zu suchen, weil das Pferd eben alleine zurückkam. Und da ist ja immer jemand am Stall, der das auch gemerkt hat. Aber die haben auch gesagt, wir wollten gerade los, da bist du ja. Alles okay. Ja, alles okay. Okay, aber man sieht, wie haarscharf der Grat ist von es ist alles in Ordnung, man reitet aus, denkt an nichts Böses, hinzu, es entsteht eine Situation, die so richtig gefährlich ist. Also du bist auch nicht zum Arzt gegangen damals, glaube ich, auch? Ich bin in die Apotheke gegangen. Was hast du dir geholt? Klosterfrau Melissengeil? Ibu. Boah, das darf man alles. Bin auf den Arsch gefallen und dann hast du so eine Steißbeinprellung, das tut echt weh. Aber viel machen kann so ein Arzt da ja auch nicht, also die Apotheke kann da mehr machen. Reiter sind nicht so zimperlich. Ja, trotzdem, also echt eine harte Geschichte. Und das mit einem Pferd, wo du sagst, da fühlst du dich oder da hast du dich total sicher drauf gefühlt. Und du kennst den in- und auswendig und trotzdem passiert sowas. Das kann immer passieren, auch mit einem ganz braven Pferd. Also es kann immer was passieren, es sind Lebewesen und man muss immer einkalkulieren, dass so ein Tier anders reagiert, als man es erwartet. Und das hat mit dir, auch das zählt zu dieser Geschichte, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg, deshalb nur so mal angedeutet oder als Stichwort. Wir haben ja auch uns in dem Podcast schon beschäftigt mit dem Thema Angstreiter. Du hattest Angst. Ja. In den Wochen und Monaten danach. Es gab eine Phase, in der du nicht geritten bist. Also das hat ganz schön was mit dir gemacht. Ja. Ich habe mich nicht mehr auf mein Pferd getraut. Wochenlang habe ich mich nicht mehr drauf getraut. Und irgendwann habe ich eine Stallkollegin gebeten, ich würde gerne mal wieder, kannst du mal das Pferd festhalten? Dann hat die das Pferd festgehalten, ich bin aufgestiegen, ich musste sofort wieder absteigen, weil ich so eine Panik gekriegt habe, dass ich nicht unter Kontrolle habe, was dieses Pferd unter mir macht. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis sich das wieder so normalisiert hat. Heute habe ich immer noch im Kopf, was alles passieren kann. Also ich steige nie auf meine Pferde, ohne zu wissen, was passieren kann. Ich bin nicht mehr so unbeschwert. So unbeschwert, wie ich das noch vor diesem Sturz war, weil das war wirklich so, ich konnte nichts dagegen tun. Es war so, es hat so eine Eigendynamik gehabt und ich konnte nicht eingreifen. Das war schon. Ja, du warst total ausgeliefert in dem Moment. Das Pferd macht halt, was es macht. Und das ist, glaube ich, ja, das. Glecks hat mich ja jetzt auch schon mal in den Dreck gesetzt. Also da bin ich aber hinterher, also ich bin direkt wieder aufgestiegen, es ist auch nichts passiert. Und der hat halt gebuckelt. Und da wusste ich ja auch, das kann passieren. Das hat mich nicht so unvorbereitet getroffen.
Und da hat er mich ja einmal in den Sand befördert. Ich bin wieder aufgestiegen. Na klar, so die ersten 2-3 Mal, wenn du das Pony dann wieder reitest, hast du das noch im Kopf. Aber da war ich auch selber schuld. Also ich war ja so arrogant, dass ich gesagt habe, ich muss das Pferd vorher nicht longieren. Ach, drauf geschissen, kann ich schon. Nein, kann ich nicht. Und daraus habe ich auch wieder gelernt. Und ich longiere ihn immer noch, bevor ich aufsteige. Ich glaube, ich könnte ihn jetzt auch ohne Longieren reiten. Okay. Aber ich tue es trotzdem noch. Sicher ist sicher. Und es schadet niemandem. Ja, also wenn wir auch jüngere Hörerinnen und Hörer haben, es klingt dann vielleicht uncool, aber ja, passt auf euch auf. Absolut, ja. Lieber einmal zu viel Sicherheit und lasst euch auch auslachen. Och, die longiert ihr Pferd schon wieder. Normalerweise müsste sie doch jetzt endlich mal reiten können. Nein, drauf geschissen, ist mir egal. Genau, uncool ist nicht so schlimm. Runterfallen ist schlimmer. Es kann natürlich immer passieren und ich habe es vorhin schon gesagt, das Stichwort, es gibt heutzutage Wunder der Technik, Helme, die in der Lage sind, nach einem Sturz eigenständig Hilfe zu holen. Klingt ein bisschen funky, gibt's aber wirklich von der Firma Uvex. Jetzt muss man hier vorneweg vielleicht noch kurz sagen, keine Werbung, wir bekommen kein Geld dafür. Es gibt auch andere ganz tolle Helmhersteller. Wie heißen die Sachenpaar? Casco. Casco, super, auch prima. Noch einen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also kann man überall, Cremer, Equi, Dingsbums. Und also es gibt auch andere tolle Helmhersteller. Wir sprechen mit Uvex, weil die Firma Uvex eben den Helm im Programm hat, der eigenständig Hilfe holen kann. Und wir sprechen nicht mit irgendwem von Uvex, sondern mit dem Chefproduktentwickler Frank Proksch. Frank, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im Pferdepodcast. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Frank, ein Helm, der automatisch Hilfe holt, wenn man als Reiterin oder Reiter gestürzt ist, was ja leider dann auch mal vorkommen soll, das klingt ja so ein bisschen nach Science Fiction. Das gibt es aber tatsächlich. Hilf uns mal, du bist Produktentwickler bei der Firma Uvex und eure Firma hat dieses Produkt auf den Markt gebracht, ne? Genau, also wir haben das zusammen mit einem Freiburger Startup bei uns in den Helm implementiert. Das System heißt Toxen. Toxen, der Name ist abgeleitet von Toxin, also die Alarmglocke, Alarmbarke. Okay. Und wir arbeiten mit den Jungs zusammen, weil wir bei Uvex, wir stehen ja für das Thema Made in Germany. Also wir bekennen uns ganz klar zum Standort Deutschland. Deswegen haben wir auch unsere Fertigungen bei uns in Deutschland. Vor allem die Reithelme, die werden dann zu 100% in Deutschland gebaut. Mhm. Und das Spannende, deswegen sind wir mit diesem Freiburger Unternehmen zusammengekommen, die bauen diese ganze Sensorik und alles, was dahinter steht, auch in Deutschland. Also die ganzen Algorithmen programmieren die selber. Das war für uns spannend. Und die haben tatsächlich ein System entwickelt, das bei einem Crash, bei einer Situation, wenn du mit dem Helm auf den Boden fällst, also mit dem Kopf voran aufschlägst, können die sogenannten G-Werte, also die Beschleunigungswerte aufnehmen, mit welcher Kraft du auf dem Boden schlägst. Mhm. Und es gibt natürlich aus diesen verschiedenen Untersuchungen heraus, kann es sein, dass du mittlerweile oder dass du bereits bei G-Werten so um die 100, wenn du mit dem Kopf auftriffst, bewusstlos wirst. Okay. Ist immer abhängig von der Art und Weise, wie du stürzt, aber gerade vom Pferd hast du ja eine sehr hohe Abfallhöhe. Du hast meistens jetzt nicht so eine hohe vertikale Geschwindigkeit, horizontale Geschwindigkeit, es sei denn, du bist jetzt im Galopp. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwo im Trab oder im Gehen, im Schritt bist und das Pferd, ich sage jetzt mal, buckelt zum Beispiel und du fällst nach hinten rüber und drehst dich dann ungünstig in der Luft, kann es ja sein, dass du vielleicht die Hände zwar vorne dran bekommst, aber du kannst es nicht mehr abfangen und stürzt mit dem Kopf auf den Boden und bleibst bewusstlos liegen. Mhm. Und diesen Sturz, diesen Aufschlag, den erkennt das System, weil wir da hinten in diesem Toxin, in diesem Chip einen sehr sensitiven Sensor haben, der eben genau diesen Aufschlag aufnimmt. Und dann vergleicht er die Daten mit dem Handy. Und jetzt kommt eben genau dieser spezielle Fall zum Tragen. Jetzt bin ich da allein da draußen. Ich stürze, falle auf den Kopf und bin bewusstlos. Das ist die Frage, was passiert mit mir? Wer findet mich? Wo bin ich? Keiner weiß. Deine Freunde oder deine Freundinnen sind im Stall, deine Eltern zu Hause. Ja. Und
dann beginnt quasi, wenn das System erkannt hat, dass es einen Crash hatte mit dieser Intensität, also mit so einem sehr hohen Aufschlag, beginnt das System einen Alarm bzw. einen Countdown loszusenden. Dieser Countdown, der geht aufs Handy. Und dann hast du 45 Sekunden lang Zeit, diesen Alarm zu bestätigen. Das bedeutet, bist du dann tatsächlich wieder bei Bewusstsein und rappelst dich auf und der Alarm kommt, dann switchst du den aus und sagst, okay, mir geht's soweit gut, ich kann mich selbst wieder auf die Beine verhelfen. Ja. Bist du aber, bleibst du bewusstlos, läuft dieser Alarm ab und wenn dieser Alarm abgelaufen ist, dann sendet dieser Sensor von deinem Helm aus über dein Handy ein GPS-Signal und einen Hilferuf. Und zwar an von dir vorab eingestellte Kontakte. Mhm. Also er sendet nicht, es ist kein Notrufsensor, kein klassisches E-Call-System, wie du es im Auto hast, dass du gleich direkt mit dem Notruf verbunden wirst, sondern er sendet ein Signal an, du hast vorher eingegeben, zum Beispiel deine beste Freundin, die im Stall ist, deine Mutter, dein Vater, dein Freund, wie auch immer, die bekommen das Signal, und zwar ein Signal mit deinem GPS-Standort, wo du dich befindest und dass du gestürzt bist und dass du Hilfe benötigst. Ja. Und jetzt kommt das Tolle dazu, und deswegen haben wir uns eigentlich auch für dieses System entschieden. Solche Systeme gibt es ja auch von anderen oder bei anderen Anbietern, in dem Fall im Fahrradsport zum Beispiel schon. Oder in meiner Uhr, Apple Watch ist auch so ein Stichwort, ne? Also die kann das, also genau, ist ja ähnlich, ne? Genau, aber jetzt kommt eigentlich dieser USP oder dieses unique Feature an dieser ganzen Programmierung von Toxin. Und zwar nehmen die sogenannten Helden in der Nähe mit auf. Das ist eine Community, die sich aus Toxin-Leuten und Toxin-Membern erstreckt, die auch diese App auf dem Handy haben. Also das heißt, du brauchst den Toxin selber nicht, sondern es reicht auch, wenn du nur die App, die ist Freeware, bei dir auf dem Handy hast. Mhm. Und wenn du dich jetzt innerhalb von einer Reichweite von 3 bis 4 Kilometern um den Verunfallten befindest, wirst du ebenfalls alarmiert. Und dann heißt es, neben dir ist einer gecrashed, der braucht deine Hilfe, weil, ihr müsst euch vorstellen, bist du jetzt irgendwo im Wald gestürzt, kann es ja sein, dass der Rettungswagen, also normalerweise braucht es in Deutschland immer so ungefähr vom Eintreffen des Rettungswagens zum Verunfallten immer so irgendwo zwischen 9 und 13 Minuten, aber draußen irgendwo im Land passiert und du bist irgendwo im Wald, dauert das erheblich länger. Und wenn du jetzt aber da jemand hast, der in der direkten Umgebung alarmiert wird, der vielleicht viel näher an dir dran ist, weil er ebenfalls gerade Sport macht, vielleicht fährt er mit dem Mountainbike durch den Wald oder vielleicht reitet er ebenfalls oder er ist einfach nur ein Spaziergänger und hat die App mit drauf, dann kann der in kürzerer Zeit zu dir gelangen und kann sozusagen Ersthelfer spielen, kann diese Zeit überbrücken, bis der Rettungswagen bei dir eintritt. Das ist ja wirklich cool, ja. Genau, das ist das spezielle Feature dran an dieser Community. Und man muss sagen, aktuell diese Community, natürlich, wir arbeiten jetzt mit Toxin zusammen und verkaufen gerade unsere Helme drüber. Also das heißt, mit jedem verkauften Uvex Toxin Helm wird die Unity natürlich größer, das ist klar. Toxin selbst aber verkauft ja das Thema auch als After-Sale-Bauteil. Das bedeutet insgesamt, die Community in Deutschland, die besteht schon momentan aus knapp 6.000 Leute und ja, also wir haben durchaus momentan einen fünfstelligen Volumenbetrag im Jahr im Auge, was wir aktuell absetzen an Helmen, die dieses System haben. Also das heißt, die Community, die wächst von Jahr zu Jahr größer an. Und das funktioniert in überall eigentlich letztendlich in Europa, wo du Handyempfang hast. Und zwar ist das Tolle, du brauchst immer eine Bluetooth-Verbindung, also zwischen dem Sensor und deinem Handy. Also das heißt, du musst immer das Handy mit dir führen, haben aber die meisten meistens dabei. Sowieso dabei, genau. Also ja. So beim Radfahren, genau, auch beim Reiten. Aber das Schöne ist, dieses GPS-Signal, das ausgesendet wird von deiner Lokalität, das ist viel genauer als dieses Signal, das du zum Beispiel jetzt, weil viele sagen, ja gut, das könnte ich auch theoretisch jetzt mit WhatsApp Live-Tracking machen. Das bekommst du eben nicht so genau hin, weil WhatsApp oder das Live-Tracking vom GPS-Signal über WhatsApp bei Weitem nicht so die Genauigkeit hat. Und die senden dann eben ein GPS-Signal, das halt wirklich genau auf deine Koordinaten abgestimmt ist. Und dieses Signal, das rausgesendet wird, das reicht, wenn du nur E hast. Also du brauchst kein LTE, kein 3G oder sonst irgendwie, sondern ein reines E reicht, weil diese Signalstärke quasi so in dem Moment, wo du theoretisch eine SMS verschicken könntest, das ist der Textbaustein, der letztendlich als Signal rausgeht. Okay. Und damit reicht eine ganz leichte Verbindung. Also wirklich eine coole Sache. Und ich habe gelernt, selbst wenn ich den Helm mit dem Chip jetzt nicht trage, tue ich ein gutes Werk, wenn ich mir die App aufs Handy lade und sage, okay, ich bin erstmal in dieser Community mit dabei. Genau, du bist Member sozusagen der erst
Retter oder der Helden in der Nähe, nennt sich das bei uns, die als Ersthelfer einschreiten könnten. Und von daher, die App ist Freeware, die kannst du dir immer downloaden. Also wenn du zum Beispiel einen Toxin-User kennst, deine Tochter, deine Nichte, sonst irgendwie, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du damit drauf gehst, weil du quasi darüber zum einen als Notfallkontakt angegeben werden kannst, aber zum anderen natürlich auch damit die Community vergrößerst. Ja, dass es auf einem Pferd Erschütterungen gibt, ist ja jetzt, sagen wir mal, schon vom so dem normalen sportlichen Bewegungsablauf her auch völlig normal. Wie unterscheidet denn dieser Toxin-Chip im Helm sozusagen die normalen Erschütterungen, die es auf einem Pferd ohnehin gibt, von einem Sturz? Weil du ja gesagt hast, das ist sehr sensibel, dieses Ding. Wenn es jetzt übersensibel wäre, dann wäre es auch nicht gut. Genau, das ist jetzt eigentlich das Spannende an dem Algorithmus. Dafür steht der Algorithmus. Darin fließt das ganze Know-how ein. Und zwar wurden sogenannte Bewegungsprofile getrackt. Also du hast, wenn du auf dem Pferd sitzt und reitest, hast du ja quasi eine horizontale Geschwindigkeit, aber du hast ja immer dieses vertikale Auf und Ab. Genau. Ich muss gestehen, ich selbst bin kein Reiter. Meine Tochter ist engagierte Reiterin. Ich stehe immer nur am Rand und gucke zu, wenn sie ihre Übungen macht. Aber dieses Auf und Ab, dieses zyklisch Alternierende, das nimmt natürlich der Sensor mit auf. Und auch deine Horizontalgeschwindigkeit, die sich aber gänzlich eigentlich von einem Fahrradfahrer unterscheidet, der da einen viel höheren Anteil an Vibration mit drin hat, die sich aber auch unterscheidet von einem Skifahrer. Und so kann der Algorithmus eigentlich erkennen, welches Bewegungsszenario du momentan abspielst. Mhm. Und daran stellt er sozusagen fest, bist du Reiter, bist du Skifahrer, bist du Fahrradfahrer. Und danach legt er sozusagen seinen Smart-Alarm fest. Also du kannst auch einen manuellen Alarm einstellen. Das heißt, dass bei jeglicher Art der Erschütterung der Alarm ausgelöst wird. Wenn du zum Beispiel mit dem System klettern gehen würdest und du hast ja dort keine horizontale Fortbewegung, sondern du stößt einfach nur plötzlich, du rutschst ab beim Stieg und fällst ins Seil und stürzt mit dem Kopf an den Fels, dann würde er immer auslösen. Bei den ganzen Bewegungssportarten eben haben wir diese smarte Erkennung, dass er dann erkennt, wenn das Handy und der Sensor unterschiedliche Bewegungsdaten aufzeichnen. Also okay. Du hast ja das Handy immer bei dir, aber wenn du quasi stürzt, erkennt er, okay, das Handy stürzt mit dir sozusagen, das verlässt den klassischen Weg und dann folgt danach dieser Aufschlag, dann ist für ihn als Algorithmus, vereinfacht jetzt gesagt, das Sturzszenario gegeben. Du kannst den nicht übertricksen oder überlisten, indem du sagst, naja, ich nehme jetzt einfach den Helm und stoße den mal an die Tischkante, dann wird er schon auslösen. Das tut er in der sogenannten smarten Algorithmuserkennung eben nicht. Die Kunst an diesen Gesamtsystemen ist nicht das Auslösen, das ist ein bisschen wie beim Airbag, sondern die Kunst ist eigentlich das Nicht-Auslösen. Absolut, ja. In der falschen Zeit, weil du möchtest ja nicht unnötig viele Fehlalarme auslösen, weil sonst leidet er sozusagen die Kredibilität oder die Sensibilität der Nutzer, weil die sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehlalarm von dem gleichen User. Jetzt brauche ich auch nicht mehr nachschauen, ob es dem wirklich gut geht. Ja, du hättest auch keinen Spaß mehr an dem Produkt, wenn es ständig Fehlalarme produzieren würde. Aber du sagst, es funktioniert gut. Dann kommt ja noch der, ich sag jetzt mal, originäre UVEX-Part dazu, nämlich der Helm an sich. Jetzt bist du Produktentwickler von zum Beispiel solchen Helmen. Und ich finde es immer ganz erstaunlich, ehrlich gesagt, wenn man Produktentwickler mal über ihre Produkte reden hört, dann ist man immer baff, was ist da alles verbaut. Ich sage jetzt mal so, also gefühlt ist mindestens die Raketentechnik und die Mondfahrt und so weiter die Voraussetzung für diese Materialien, die da verbaut worden sind und so. Ist es bei euren UVEX-Helmen auch so, dass das, also es ist ja nicht einfach nur ein Helm, man würde jetzt quasi, also dein Produktentwicklerherz würde wahrscheinlich bluten, wenn ich sagen würde, naja, und den Helm, den gibt's halt auch noch zu diesem Chip dazu. Ja, genau. Also wir fliegen jetzt zwar nicht zum Mond, aber stolz sind wir natürlich trotzdem auf unsere, wir sagen Babys dazu, die wir entwickeln. In dem Fall haben wir uns entschieden, den neuen UVEX Election mit dem Toxin-Sensor auszustatten. Und zwar haben wir eigentlich was ganz Schönes gemacht. Wir haben diesen Toxin-Sensor so integriert, dass er jetzt Bestandteil bei dem Election des Größenverstellsystems ist. Also die bekannten Drehräder, die es bei uns hinten an den Helmen gibt, um sozusagen die Größenanpassung noch zu machen. Ja, dieses Drehrad haben wir jetzt den Sensor implementiert.
Das wurde damit ein bisschen tiefer, also nicht größer, aber tiefer, hat damit jetzt auch ein bisschen besseren Grip. Also wenn du den zum Beispiel mit Reithandschuhen zudrehen möchtest, kannst du den jetzt sehr gut angreifen. Und in diesem Drehrad ist jetzt eben das System verbaut und die Sensorik drin. Dort kann er auch ganz einfach geladen werden. Also er muss ungefähr so nach 3 Monaten ist der Zyklus, muss er geladen werden. Da hängst du unten ganz einfach einen USB-Stecker an, da ist eine Buchse dran, legst den Helm schnell hin, hängst den an einen USB-Stecker und lädst ihn auf. Ja, so ist er natürlich sehr unscheinbar und schön eigentlich integriert, ohne dass es jetzt ein störendes Teil oder beziehungsweise ein zusätzliches Teil ist, das irgendwo außen angeklebt werden muss oder kann. Wir haben uns bewusst natürlich für den Election entschieden, weil der Election, das ist ein Hybridhelm. Und das Tolle ist, der vereint quasi sozusagen beide positiven Aspekte von der Helmkonstruktion. Wir produzieren ihn einmal im Inmold-Werk und machen den unteren Teil sehr leicht. Also Inmold hat den Vorteil, dass es ein sehr leichter Helm ist. Der Oberteil des Helmes ist aber eine feste Hartschale. Und darunter können wir eben ein Belüftungssystem realisieren. Wir bauen sozusagen Unterteil Inmold, Oberteil Hartschale und haben damit noch einen schönen Nebeneffekt in dieser Werkskooperation, dass wir verschiedene Farb- und Materialkombinationen spielen können. Das heißt, wir können den Unterteil zum Beispiel in Shiny, also in Glanz produzieren, können die oberen Farben matt drauf lackieren und somit kriegst du natürlich eine sehr hohe Wertigkeit und eine edle Ausstrahlung von dem Helm zusammen. Das ist schon sehr, sehr attraktiv. Ja. Okay. Preislich liegt es so ungefähr wo? Ich meine, du wirst jetzt nicht alle Endpreise kennen, da habt ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt Einfluss drauf, aber so Pi mal Daumen, wie viel muss man so anlegen, wenn man das haben möchte als Reiterin oder Reiter? Also letztendlich kostet das Toxin-System im Aftersale, kannst du ihn einkaufen, da kannst du den Toxin quasi auf jeden Helm draufkleben. Dann steht er aber eben auf der Oberfläche und ist eben zusätzlich angebracht und nicht eben so schön integriert. Mhm. Bei uns kannst du ihn zum Election dazu implementiert in dem Drehrad erhalten. Also anstatt 79 Euro, wie er eben als Zusatzbauteil kauft, kostet er bei uns dann eben im Helm nur 50 Euro Aufpreis. Und damit gibt es den Election Toxin für 219 Euro UVP. Okay. Also das heißt, du hast eigentlich nur 50 Euro mehr Preis für dieses gesamte Crash-System und sparst dir dann gegenüber der After-Sale-Lösung nochmal 30 Euro. Cool. Weißt du schon, was der Helm kann, der in 2 Jahren von Uvex auf den Markt kommt? Ja, weiß ich schon. Müssen wir natürlich uns damit beschäftigen. Bin eigentlich gedanklich im Hier und Jetzt immer 1 bis 1,5 Jahre voraus. Und ich kann ja nur so viel sagen, wir setzen weiterhin gemäß unserer Mission Protecting People, investieren wir in Sicherheit und vor allem in dem Fall in erhöhte Sichtbarkeit. Und wir haben ja erst kürzlich diesen LED-Helm gelauncht, also der jetzt speziell für die Wintersaison natürlich ganz, ganz spannend ist, weil du am Abend, wenn du ausreitest, wenn alles dunkel ist, macht man ja auch diese reflektierenden Decken an das Pferd und macht die Gamaschen unten, glaube ich, gibt es auch reflektierende und leuchtende Themen. Und wir haben gesagt, okay, wir bieten dazu unseren LED-Leuchthelm, den du einschalten kannst und der leuchtet quasi mit und strahlt aktiv Licht ab, damit du gesehen wirst im Wald oder beziehungsweise am Fahrbahnrand, wo auch immer du dich im Dunkeln dann mit dem Pferd befindest. Und wir werden das Ganze auf ein nächstes Level setzen. Also das Thema LED wird nochmal einen weiteren Boost bekommen. Und wir arbeiten momentan, und das ist wieder eine schöne Geschichte, Made in Germany, mit Lackherstellern aus der Umgebung an speziellen Beschichtungseffektlacken, die wir dann bei uns in unserem eigenen Werk lackieren können. Also so Oberflächenlacke, die quasi zum passiven Schutz führen, dass wenn du mit dem Fahrzeug angestrahlt wirst, dass es da zu speziellen sichtbaren Reflexionen kommt. Ja, jetzt haben mögliche Konkurrenten, so sie vielleicht bei uns zuhören, was zum Nachdenken, ne? Wie man das auf die Kette kriegt. Ja, wenn sie es natürlich schneller schaffen als wir in einem Jahr, dann gratuliere ich ihnen. Dann hast du jetzt was falsch gemacht, aber du hättest es nicht erzählt, wenn du nicht sehr sicher wärst, dass ihr da schon einen guten Vorsprung habt. Ja, genau. Deswegen kann man da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber da können sich die
die Kunden freuen. Ich glaube, da haben wir ein paar tolle Themen, also technologische Themen im Köcher. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch weiterhin neue Produkte mit neuem Design, unabhängig davon, also nicht in jedem Helm, ich sage jetzt mal hinter vorgehaltener Hand, Beispiel Dressurhelm. Nicht jeder Helm braucht dann unbedingt ein LED oder eine Oberflächenbeschichtung, um neu auf den Markt zu kommen. Also vielleicht gibt es ja auch in diese Richtung etwas zu erwarten. Wichtig ist für viele Mädels auch immer, dass ein bisschen Bling-Bling dran ist. Frank, denk dran. Ja, da muss ich sagen, da sind wir ja, glaube ich, mit dem Thema Swarovski und mit unseren Satin-Modellen eigentlich ganz gut aufgestellt. Also zumindest war das der heiße Wunsch, begehrte Wunsch meiner Tochter zu Weihnachten. Da hieß es, ich möge bitte eines der Satin-Modelle ins Auge fassen. Und ja, ich muss echt sagen, also in Kombination, wenn du dann natürlich die schönen Stiefel dazu hast und die Weste passt, dann würde ich sagen, also ich bin jetzt da nicht der Bling-Bling-Mensch, aber ich glaube, für meine Tochter hat sich das gelohnt. Frank Proksch, Chefentwickler von der Firma Uvex im Pferdepodcast. Ist dieses Jaulen da im Hintergrund gerade unser Hund gewesen? Lulu leidet gerade sehr. Sie hat Bauch. Sie muss jetzt noch mal Gras fressen gehen. Ja, also wir müssen diesen Podcast, aber wir waren sowieso durch, oder? Wir haben es, Jenny. Ja. CCC. Und der Hund muss mal raus. Das ist noch ein Grund, jetzt zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen drauf. Bis nächste Woche. Habt eine pferdige Woche. Tschüss. Ich muss mich jetzt um Lulu kümmern. Tschüss. Ciao.